Yo, liebe YouTube-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge FIFA 18 Karrieremodus mit dem ersten FC Kaiserslautern nach der letzten Partie, die wir leider mit 0:0 im eigenen Stadion spielen mussten. Oder ja, haben wir wieder Feder lassen. Müssen wir jetzt erstmal noch mal ein bisschen trainieren, müssen wir noch mal die Jungs ein bisschen auf Zack bringen. Ja, wenn ich jetzt mal sage, hier Spall bis jetzt mir ja, dick fett am Training. Dann wird die Sache Osawa auch nochmal hier Mittel, Abschluss unter Druck. Und dann Torwart Müller natürlich auch wieder mit dem Herauslauf ein bisschen üben. Dann noch unser Außenverteidiger Uwara. Leicht Abwehrgrundlagen und dann würde ich sagen, ein Innenverteidiger. Und zwar würde ich sagen, warum wir hier mal den Wutschuhe mit Abwehrgrundlagen, nee, erweitertes Verteidigen, weiß Bescheid, mit Mittelleer. Wir simulieren alles und sind gespannt auf die Ergebnisse. Ja, relativ durchwachse. Links berühmtes dabei, ja, 2B, naja. Dann haben wir Post bekommen. Geschäftsführer, Monatsbericht Jugendmannschaft. Da schauen wir mal rein. Ganz ehrlich, ich kann mit dem ganzen Rotz hier nichts anfangen, ey. Ehrlich. Löschen wir mal getrost. Assistenztrainingsverletzung. Beim letzten Training ist es zu einer Verletzung gekommen. Unglücklicherweise lautet die Diagnose für Marcel Correia Beinverletzung. Nach der ersten Einschätzung unseres Ärztestabs wird er für 3 Tage, also naja, das ist ja nicht so wild. Problem selbst beheben, ne? Das kriegen wir ja noch hin. Dann holen wir rein für Correia. Wen holen wir rein? Ach ja, auf wen hol ich denn? Modichon. Es bleibt uns anders übrig. Oh. Ersatztorhüter braucht kein Mensch, oder? Bei FIFA kannst du total vergessen. So, löschen. Letzte Frist, ja, unser Ding ist abgelaufen. Im Vene verkauft, ey, das geht mir richtig auf den Sack. Ist der abgehauen, ey, Alter. Wir simulieren weiter die Woche. Und es wird wahrscheinlich hier, was ist das? Wahrscheinlich geht gegen die Eintracht aus Braunschweig zu Gast bei uns im Fritz-Walter Stadion. Da schauen wir mal auf die Tabelle. Kaiserslautern nach dem 0:0 glücklicherweise immer noch ein Punkt in Front auf dem ersten Tabellenplatz vor dem ersten FC. Bei dem ist St. Pauli, ja. Und wo ist hier der nächste Gegner? Die Eintracht Braunschweig ist auf dem 8. Tabellenplatz mit 29 Punkten. Eigentlich gar nicht so schlecht. Guter Mittelfeldplatz. Da werden wir mal sehen, wie das hier ausgeht. Nee, ist ja doch ein Auswärtsspiel. Ist gar nicht im Heimstadion. Wir auswärts bei der Eintracht aus Braunschweig. Ja, da bin ich mal gespannt, wie das ausgeht. Ey. Das wird wieder ein hartes Spiel, würde ich sagen. Oh, 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 oh. Torwart, ey, Alter. Walde für Walde ist, aber wie geht denn das? Jawoll, jetzt hat er Müller jetzt, oder wieder, ja. Sehr schön. Ah, schade. Das ist ja mal ein interessantes Training hier. Ah, naja, ah, das ist mir zu raulig. Was macht dann doch? Ey, komm, das ist mir so doof. Auf geht's! Es ist angerichtet, das Auswärtsspiel bei der Eintracht aus Braunschweig.
Leichter Schneegestöber hier auf dem Platz. Wenigstens sonst gelbe Ball ausgesucht. Osao passt auf, kann sich den Ball im Mittelfeld ergattern. Ah, und dann bei der Abgabe so ein Scheiß. Ehrlich, Jungs, wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich komplett verarschen? Obacht, Gebe, aufpasse. Aufpasse. Uwara passt aber wunderbar auf, kann die Sache klären. Feschner am Ball zu Osabe. Osabe zu Wang Hei Chang. Wang Hei Chang auf die Außen zu Kessel. Kessel zu Borello. Borello mit der Flanke nach innen. Und, ah, schade. Schön gemacht. Ja, jetzt gibt's einen Foul. Ja, komm, ist hier gut. Ich hab ihn gelegt. Vorsicht. Na, ah, gibt Eckball für Braunschweig. Oh, da scheint ein Spieler verletzt zu sein. Ach, da kann er nicht weitermachen. Schade. War ganz so schlimm. Ah, doch im Nachzug. Ja. Schön, schön verteidigt. Aber Braunschweig immer noch, der Ball ist immer noch heiß. Ach, schade. Gibt Freistoß für den ersten FC Kaiserslautern. Jetzt müssen wir so ein bisschen rauskombinieren hier. Aus der eigenen Hälfte. Nee, was ist denn das? Ja, komm. Das war jetzt kein Abseits oder was? Vorsicht! Riesenchance für den Braunschweiger Yildirim. Ja, kann er aber nicht. Er kann den Ball nicht richtig kontrollieren. Und das Ding geht rechts am Tor vorbei. Ganz knapp. Wäre der Müller chancenlos gewesen. Jetzt ruckzuck 1-0 gestanden für Braunschweig. Momentan lässt sich Lautern doch ein bisschen die Butter von den Schmieren nehmen. Ach. Lassen Sie sich aus, Tänzele. Vorsicht, aufpasse, aufpasse. Oje, 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 oje. Oje, Müller. Ja, wir haben immer noch einen Müller im Tor. Lässt sich nicht so einfach aus. Ausspieler. Braunschweig immer noch am Drücker. Jetzt machen sie ein bisschen Platz, hat er jetzt. Feschner auch ein bisschen Platz. Kann sich durchsetzen. Sehr schön gemacht von Feschner. Sehr schön. Feschner zu Osabe, Osabe. Ach! Der Braunschweiger Torhüter, passt auf. Kann die Kirche runterpflücken. Ah, Fehlpass. Aufpasse, aufpasse. Immer noch aufpasse. Ey, Kessel, was machst du? Vorsicht! Ah, Müller. Glück gehabt. Ganz knapp hier. Schön gespielt. Ach, gibt keiner. Das gibt einfach keiner heute.
Es läuft nicht mehr so gut wie am Anfang der Saison. Halbzeitpause, 0:0 steht es hier in Braunschweig. Ich würde sagen, wir wechseln jetzt mal aus. Spalvis kommt jetzt mal rein hier für Osabe. Und der Ziegler für Feschner. So machen wir das jetzt. Weiter geht's. Zweite Halbzeit. Wir spielen von links nach rechts in den roten Trikots. Lauter mit dem Anstoß. Zur zweiten Hälfte. Mensch, was habe ich denn? Jetzt. Tor! Wangi Chang mit dem 1:0. Mit dem 0:1 in Braunschweig. In der 47. Spielminute. Was ein Schuss. Aus dem Nichts. Ins obere linke Eck. Torhüter chancenlos. Und dann steht es 0:1 hier. Nach 47 Spielminuten. Für den ersten FC Kaiserslautern. Paukenschlag nach der Halbzeitpause. Jetzt Braunschweig hier mit dem Rücken zur Wand. Da stellen wir doch gerade mal auf Konter hier alles. Schön aufgepasst. Spalvis mit dem Ballgewinn im Mittelfeld. Albeck jetzt am Ball zu Borello zu Kessel. Kessel zu Wang He Chang. Ah, und dann verlieren wir wieder Ball. Grundlos im Mittelfeld. Durch einen ungenauer Pass. Bringen wir uns wieder in Schwierigkeiten. Aber Albeck passt oft und verliert gleichzeitig wieder den Ball. Ah, wie bitter. Wie bitter ist das denn? Vorsicht, aufpasse. Rutscher, klär zur Ecke. Eckball für die Eintracht aus Braunschweig. Jetzt müssen wir wieder Obacht geben. Aufpasse. Vorsicht, Müller. Was uns der Müller schon gerettet hat hier in dem Spiel. Hey, das ist Wahnsinn. Schade. Zu viel gewollt, zu viel gespielt und schon ist Braunschweig wieder am Ball sitzt. Aber Fehlpass. Fernschuss. Nochmal Fernschuss. Ach. Kommt nichts bei rum. Jetzt vielleicht Braunschweig mit der Konterchance. Aber Albeck passt auf. Sehr gut aufgepasst hier. Flanke in den 16er. Oh, schade, Spalvis. Torwart kann klären. Vor Osabe, wenn ich sage. Jetzt kommt Laudern doch ein bisschen in Fahrt hier, wenn ich sage. Sehr schön. Ja, Ziegler am Ball. Ach, und dann der Fehlpass. Was war dann das mit der Franchise? Vorsicht. Oh, was ein Ding. 1:1 steht es. Ach, ich leg mich am Arsch zur 73. Spielminute, ey. Was ein Ding. Oh, war der noch abgefälscht oder was? Glückstreffer. Oh, da ist der Müller chancenlos. Ach, oh, nee. Steht 1:1 in Braunschweig. Jetzt Drehung. Oh, Riesenchance. Noch 13 Minuten zu spielen, circa. Vorsicht. Eckball gibt es nochmal für den ersten FCK. Moritz bringt die Ecke rein. Ah, schade.
Ja! Scheiße! Aha! Was Dinger! Ach, das gibt nichts mehr. Wir schreiben die 83. Spielminute. Kaiserslautern ist noch am Drücker. Schöner Pass, schöner Pass. Ach, gib doch mal Eckball. Kaiserslautern ist am Drücker. Und? Ah, Wang Hee-chang mit dem Kopfball. Leider ins Aus. Gibt Abstoß für die Eintracht Braunschweig. Borrello passt mit auf. Sehr schön. Jetzt vielleicht. Schuss. Oh. Gib doch mal Eckball. Jetzt muss es doch mal langsam passieren hier. Oh. Butcher mit der Chance. Ach, das geht wieder. Das gibt wieder Punkteteilung, so wie ich die Sache sehe hier. Es gibt schon wieder nichts. Nochmal. Gibt Freistoß für Lautern. Moritz mit der Eingabe. Jetzt. Tor! Aha, nee, es ist Abseits gewesen. Bitter, 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 bitter. Das war doch kein Abseits. Das war gleich Höhe. Oh Gott. Und da ist das Spiel aus. Es geht. Geht wieder unentschieden aus. Geht Punkteteilung hier in Braunschweig. 1:1. Ja, wenn es euch doch gefallen hat, das Spiel, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Und seid ihr neu auf dem Kanal, würde ich mich über ein Abo von euch freuen. Und ja. Leider Gottes wieder nur ein Punkt. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich glaube dann ein Heimspiel auf dem Betzenberg. Und bis dahin sage ich mal Tschüss, euer Chris.